Du hast eine Studie zu Diskriminierung und Hassgewalt gegen wohnungslose Menschen gemacht, die gerade im Erscheinen ist. Wie kam es denn zu dieser Studie? Es ist so, dass Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit in Deutschland große soziale Probleme sind. Hunderttausende Menschen leben ohne feste Wohnung. Es gibt Zehntausende Menschen, die auf der Straße schlafen müssen, obdachlos sind. Man weiß gar nicht genau, wie viele das sind. Dazu gibt es keine ordentlichen Statistiken. Und diese Menschen sind häufig Abwertungen, Diskriminierungen ausgesetzt. Und das kann hingehen bis zu vorurteilsmotivierter Gewalt, dass diese Menschen angegriffen oder sogar getötet werden. Und in der Gesellschaft gibt es generell ein relativ geringes Bewusstsein für diese Probleme. Und deshalb haben wir diese Broschüre erstellt, um darauf hinzuweisen, dass das Probleme sind. Welchen Diskriminierungen sind wohnungslose Menschen denn konkret ausgesetzt und mit welcher Hassgewalt sind sie konfrontiert? Also Diskriminierung kann in ganz verschiedene Formen annehmen. Ein Beispiel ist strukturelle Diskriminierung, dass also Menschen ohne Wohnung schwer eine Arbeit finden und umgekehrt Menschen ohne Arbeit schwer eine Wohnung finden. Andere Formen von Diskriminierung sind eher so niedrigschwellige Abwertungen, also böse Blicke, das Vermeiden von Obdachlosen, vielleicht auch Beleidigungen. Und das kann sich steigern bis hin zu Gewalt, körperlichen Angriffen, bis hin zu Mord und Totschlag, dass also regelmäßig jedes Jahr in Deutschland durchschnittlich 20 obdachlose Menschen zu Tode kommen. Durch Gewalt ist also dann die extremste Form der Abwertung dieser Menschen. Kannst du Näheres zu den Ursachen sagen? Es hat natürlich verschiedene Ursachen und dazu gehören also negative Vorurteile gegenüber dieser Gruppe von Menschen und auch bestimmte Ideologien, so wie Sozialdarwinismus oder auch Neoliberalismus, der also davon ausgeht, ein Mensch sei nur dann etwas wert, wenn er auch etwas leistet. Nur wer arbeitet, darf essen, so diese Logik. Und dann gibt es halt manche Menschen, die nach dieser Logik dann obdachlose Menschen abwerten, sagen, die sind weniger wert als andere und das als Rechtfertigung auch für gewalttätige Angriffe gegen diese Gruppe verwenden. Wo siehst du Handlungsmöglichkeiten, um Hasskriminalität gegenüber Menschen, die von Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit betroffen sind, zu reduzieren und ihre Lebenssituation insgesamt zu verbessern? Kannst du da Näheres zu sagen? Also der wichtigste Ansatzpunkt ist auf jeden Fall, und das betonen auch Expertinnen in dem Bereich, dass Wohnen ein Menschenrecht ist, dass insofern also das reiche Land Deutschland es ermöglichen sollte, dass jeder Mensch einen privaten Raum hat, in den er sich zurückziehen kann und wo er die Tür zumachen kann. Und wenn also jede Person einen Wohnraum hat, dann reduziert sich natürlich auch dieses Phänomen der Gewalt gegen diese Gruppe, weil eine Ursache, die ich eben noch nicht benannt hatte, ja auch die leichte Verfügbarkeit der Opfer ist. Man weiß, wo die sind und dann kann man sie auch leicht angreifen. Insofern ist also Wohnraum für alle das Wichtigste, das kann man umsetzen über Sozialwohnungsbau oder auch Mietpreisbremsen. Das sind so Schlagworte, die ja auch gerade gesellschaftlich heiß umkämpft sind. Ansonsten hatte ich ja davon gesprochen, dass also bestimmte Ideologien und Vorurteile auch das befördern, dass diese Art von Gewalt stattfindet. Und insofern muss man etwas gegen diese Ideologien und Vorurteile machen und den Menschen in diesem Land klar machen, dass jeder gleich viel wert ist und die gleichen Menschenrechte hat, egal ob er oder sie arbeitet oder wo sie wohnt oder auch nicht. Ein dritter Punkt ist noch, dass es, wie ich angedeutet habe, ja sehr wenig Wissen über diese Gruppe und ihre Erlebnisse gibt und Erfahrungen und dass deshalb also mehr wissenschaftliche Forschung, ordentliche Dokumentation und Statistiken notwendig sind, um überhaupt zu wissen, wie groß das Problem ist, um dann auch sinnvoll damit umgehen zu können. Abschließend bleibt mir nur noch die Frage zu stellen, wo kann denn die Studie bezogen werden? Die Studie wird am nächsten Montag, dem 13. September 2021, im Internet verfügbar sein auf unserer Webseite www.idz-jena.de und da kann man die kostenlos sich runterladen und sie sich angucken. Vielen Dank, Daniel, für das Gespräch. Sehr gerne. Danke.